Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roamtour War 2 mit Sparta. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Letzte Runde haben wir Syrakus hier ziemlich erfolgreich rausgeschmissen. Ja, da habe ich euch mal gezeigt, wie man safe spielt. Und das heißt mit Fernkämpfer die schöne... die schöne Phalanx von den Feinden einfach zerstören. Und ja. Das war auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Und diese Runde werden wir... Alter, der ist erst 29, das ist ja super. Willkommen Kinder, ich will Kinder. So. Ja, nee. Sparta lässt grüßen, bekommt nichts. So. Super. Ist jetzt hier schon wieder reingegangen. Das nervt total. Weil da komme ich von beiden Seiten zufälligerweise nicht hin. Das ist immer so ein... Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Andernfalls ist ein Frieden... Ach, das ist eine starke Position. Okay, er hat ein bisschen mehr als ich. Aber das da kann man vergessen, das ist egal. Das ist egal, aber das sind, warte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 Pikiniere. Der hat auch sehr viele Speerträger, was... Und er hat... Er hat 3 Ballisten. Er hat einfach mal fucking 3 Ballisten. Was ist los bei dem? Mein Problem ist vor allem, dass ich nur... Also er hat... Er hat Kavallerie mehr. Und das ist das Problem. Also wenn er nicht so viel Kavallerie hätte, also er hat nur 1, 2, 3, 4, 5. Also an sich geht das, aber ich habe nur 2 und ich muss es schaffen, an die Ballisten zu kommen. Weil wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich tot. Weil die Stärke von den Spartanern ist ihre Formation. Und die Ballisten haben... paar Argumente gegen gegen die Pikiniere zum Beispiel oder die allgemein die Formation. Und die Ballisten kann man schieben, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern. Wir könnten es schaffen, aber es ist zu riskant. Also ohne die Ballisten würde ich sofort kämpfen. Mit Ballisten. Das ist halt die... Also die große Frage ist, wird er seine Ballisten schützen? Oder wird er mit den Armeen gleich zu mir kommen und die Ballisten ungedeckt lassen? Wenn das passiert, habe ich eine Chance mit meiner Kavallerie die zu vernichten. Und wenn er die schützt, dann habe ich keine Chance. Puh. Huhuhu. Ha. Wenn er die schützt, habe ich keine Chance. Boah, es ist jetzt eine
ist jetzt kompliziert. Also auf jeden Fall die Verteidigung steht bei mir. Mit den Plänklerinnen, die sind ziemlich gut. Also da habe ich ja nur noch eine. Ja, auf jeden Fall die Plänkler, die Steineschleuderer, haben mehr Reichweite als die Speerträger. Da kann ich auf jeden Fall ein paar schon mal, also mindestens, ich würde schätzen, zwei kann ich vernichten, bevor die überhaupt anfangen zu werfen. Und ja. Ich glaube, es könnte interessant werden für euch zu sehen, was man gegen Ballisten macht. Ich probier's mal. Da sind so viele Faktoren. Erstens, wie ist das Terrain? Zweitens, schützt er mit der Kavallerie? Also wie setzt er seine Kavallerie ein? Weil wenn er mit der Kavallerie meine Kavallerie entdeckt und dann Counterangriff zu meinen Kavalleristen schickt, ist in meine Kavalleristen platt. Er hat zwar auch nur Bürgerkavallerie, aber seine ist besser. Kurze Erklärung, die ist besser, weil er wir spielen auf sehr schwer. Und da sind die gleichen Einheiten unterschiedlich gut. Ich versuch's. Okay, das ist natürlich scheiße. Oh Mann. Wir haben verloren. Das kann ich eigentlich relativ easy sagen, weil er hat den High Ground. Das klingt zwar jetzt ein bisschen. Ja. Bisschen nach Star Wars Ausrede, sag ich mal. Also ich habe den High Ground und deswegen werde ich gewinnen. Aber so weit hergeholt ist es sogar gar nicht. So weit hergeholt ist es gar nicht. Vor allen Dingen. Oh, verdammt. Wieso? Schau mal hier. Ja, okay, der Berg ist außerhalb. Aber wenn man. Ich hätte mich einfach so hier aufstellen können. Dann hätte ich eine richtig gute Chance gehabt. Weil die Phalanxen, die Pikinier-Phalanx, ist richtig gut, wenn es auf einer Steigung ist. Hier hätte ich nicht so eine große Steigerung gegen mich, aber. Er steht schon da und das heißt, wenn ich da stehen bleibe, kann er von Anfang an mit seiner Artillerie schießen. Das heißt, ich muss so weit wie möglich weg. Ich muss mich auf jeden Fall hier verbarrikadieren. Ups. Damit er mit seiner Kavallerie nicht meine Fernkämpfer angreifen kann. Und meine Kavallerie wird sich in dem Wald verstecken. Die Frage ist, wo seine Verstärkung kommt, ne? General! So. Also. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Woher? Okay, hinter ihm, das ist gut. Das ist schon mal passt. So, okay. Was macht er mit seiner Artillerie?
Die schiebt er ganz gemütlich dahin. Das Problem ist auch, es geht bergab. Das heißt, die rollt von alleine so ungefähr. Ja, nee, so krass ist es jetzt nicht. Aber es ist schon sehr, sehr scheiße. Es ist schon sehr schlecht. Es ist schon nicht wirklich gut. So. Das mit den High Ground ärgert mich jetzt sehr. Wenn es andersrum gewesen wäre, wenn ich mich hier hätte barrikadieren können, wäre meine Chance zu gewinnen sehr viel besser. Um einiges besser. So, jetzt reite ich mal ein bisschen näher. Vielleicht kann ich die irgendwie entdecken. Ich kann halt nur bis hier sehen ungefähr. Also bis da. Ich will auch nicht zu weit gehen. Also nicht bis hier, weil hier wird seine Armee sein. Genau, hier kommen erstmal. Ich mach mal Plänkler-Modus an. Damit die von alleine dann fliehen. Also in die schützenden Arme der Spartaner. Ho. Oh. Okay, der hält an. Das heißt, er wartet wirklich auf seine Artillerie. Das heißt, einige Schüsse werden. Oder er wartet auf den Rest der Armee. Also er wird erstmal die beiden Full-Stack-Armeen verbinden. Was für mich nicht sehr positiv ist. Und dann wird er anfangen anzugreifen. Und er geht sehr langsam. Das ist nicht sehr gut für mich. Er nimmt. Ach. Ja, also er macht, finde ich, alles richtig. Also bis jetzt kann ich ja nur spekulieren. Aber so wie es aussieht, holt er wirklich seine komplette Armee. Zusammen mit den Ballisten. Also die lässt er in der Armee drin stecken. Und das ist natürlich nicht sehr gut für mich. Und hier ist eine. Was genau macht ihr da? Wir erwarten eure Befehle. Sparta! Kommandant! Doppelte Geschütze im Einsatz! So, hier kommen schon mal die Fernkämpfer. Seine Fernkämpfer haben jetzt natürlich auch mehr Reichweite als meine. Wegen High Ground. Also, oh Scheiße. Alter, der macht's halt richtig, richtig, richtig krass. Okay, aber jetzt macht er irgendwas Komisches. Ich muss halt auch warten. Ich muss noch warten. Also ich werde. Ich werde auf jeden Fall erst. Unser General wird angegriffen! Scheiße, und hier kommen die. Schon die andere Armee. Huh.
ich es jetzt schon versuchen. Ach, ich hätte es auch schon mal. Nee, ich kann es noch nicht probieren. Verdammt, ich muss warten. Ich muss warten. Das Gute ist, er macht noch nicht ganz so viel Damage. Also der Vorteil ist, dass die Ballisten nicht so viel Damage machen, aber sie machen an sich genug Damage. Okay, jetzt könnten wir sogar langsam in die Stellung gehen. Das ist halt hier dann gefährlich. Also an sich müsste er das dann so machen, dass er die Phalanxen angreift mit dem Katapult und währenddessen an. Ach krass, jetzt bringt es gar nichts mehr, was ich vorhatte, weil er schon, ja, alles ausgeschossen hat, was er hatte. Steinschleuderer! Papa! Doppelte Geschwindigkeit! Schneller! Nachladen! Genau dasselbe wie ich, ne? Shoot. Wir töten sie alle! Jetzt kommen die erst, aber die sind egal. Wir erwarten eure Befehle. Die Krieger wollen Blut. Die Männer wanken. Zu euren Diensten. Vatara! Ja, er hat's wirklich perfekt richtig gemacht. Er hat's wirklich perfekt gemacht. Befehle verstanden! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Schnelles Marschieren! Ich werde jetzt mal hier reinpreschen. Und
versuchen. Ich werde versuchen, hier bisschen die Pikiniere auszuschalten. Hierbei ist halt, dass ich den Rücken zu denen hin zeige. Hat er wirklich richtig, richtig perfekt gemacht mit seiner unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Mit den Katapulten. Er hat es wirklich perfekt gemacht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber ich habe auch echt alles, was hätte gut gehen können, ist eigentlich schlecht gegangen, schlecht gelaufen, weil erstmal die unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Der High Ground, also das Terrain war für ihn perfekt. Dann genau, das Terrain war für ihn perfekt. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Und genau, er hat es richtig, richtig gut gemacht, dass er seine Einheiten also dass er einfach gewartet hatte, bis seine Katapulte nichts mehr machen konnten, also der hat sie einfach leer schießen lassen, und das war sehr gut von ihm, also besser hätte er es nicht machen können. Das war echt perfekt. Genau. Aber ja, Sparta, ne? Also wie lange Sparta noch aushält, ist echt, echt krass. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sparta! Rückzug! Zerstückelt sie! Wehr Infanterie zu euren Diensten! Geschosse bereit zum Einsatz! Feuert auf den Feind, Steinschleuderer! Bürgerkavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wollt ihr nicht mal den General töten? Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Ah, knappe Niederlage. Ah. Er hat's richtig gut gemacht.
So viel haben die gar nicht vernichtet, aber sie haben die Moral enorm untergraben. Und damit eigentlich, ja, alles richtig gemacht. Vor allen Dingen auch nicht nur die Moral, sondern auch vielleicht wäre es euch möglich, und ich frage mit dem höchsten Respekt, nicht nur Moral, sondern die Phalanx eben. Die 300. Das ist natürlich kacke, dass der Korruption bekommt. Wie blöd ist das denn? Ach, na gut, dann bekommt er Korruption. Also Korruption ist so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Du bekommst aber nichts. Du bekommst was. Autsch. Nein. Nee. Nee. Weil hier, das da, Loyalität für die politische Partei. Das ist das darf man nicht machen, wenn das ein feindlicher General ist. So, gut. Ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich brauche, um den zu kicken. 2, 4, 5. So. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder fertig. Das ist natürlich hier geflohen, natürlich. Selbstverständlich. Gut, dann, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Genau, also an sich, die Schlacht hätte ich nicht geschlagen. Aber ich wollte euch mal zeigen, ja, auf was das alles, also wie abhängig das von vielen Dingen ist. Also wenn es genau andersrum gewesen wäre, wenn wir den High Ground gehabt hätten, hätten wir gewinnen können. Also er hat die Pigniere und so weiter richtig gut eingesetzt, aber dadurch, dass wir auf dem Hügel gestanden wären und stillgestanden wären, dann hätte unsere Phalanx einen Bonus gehabt, der vielleicht ausgereicht hätte. Also wir hätten es schaffen können. Aber nicht so. Genau. Was auch eine ziemlich lustige... Ah, das ist da unten, ne? Ziemlich lustige Version oder Strategie wäre die Armee oder die Phalanx genau vor dem Wald zu aufzustellen. Weil dann ist meine Phalanx dicht und seine ist durch die Bäume quasi ein bisschen durchlöchert. Wenn es gut geht. Genau, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich nehme mal Massaker noch schnell ein. Bäm. Und dann schauen wir mal, ob Syrakus hier hinten was hat. Ne, dann machen wir noch schnell das da, aber jetzt machen wir Schluss. Mit einem behindertenfeindlichen Agenten. Macht's gut, bye bye.